Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Ich darf unseren parlamentarischen Geschäftsführer Andreas Winhardt sowie den Abgeordneten Ralf Stadler herzlich begrüßen. Zunächst wird Herr Winhardt einen Ausblick auf die parlamentarische Arbeit in dieser Woche geben. Und anschließend wird sich Herr Stadler zur hohen Steuerlast auf Kraftstoffe äußern, sowie einen Dringlichkeitsantrag hierzu vorstellen. Ich darf Herrn Winhardt bitten zu beginnen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Und es liegt vor uns eine sehr spannende Nahwoche nach einer Woche Pause. Jetzt hier im Landtag selbst haben wir am Mittwoch Plenumssitzung und am Dienstag und Donnerstag ja die Ausschüsse. Und fürs Plenum steht auf der Tagesordnung eine Änderung der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtages, der wir sehr positiv gegenübersehen. Auch wenn wir feststellen müssen, dass es mal wieder ein Parteien- oder Fraktionskartell ist, das uns hier leider ausgegrenzt hat. Bündnis 90, die Grünen, SPD und die Freien Demokraten haben hier einen Änderungsantrag eingereicht, um in Zukunft Videoübertragung aus den Ausschüssen zu ermöglichen. Das ist durchaus in unserem Sinne. Wir werden es auch mittragen, logischerweise, aber müssen schon anmerken, dass hier die Art und Weise, wie das wieder passiert ist, mehr als grenzwertig ist. Und ich bin gespannt, wie sich die Regierungskoalition dazu verhält, denn wir hatten doch schon sehr viele durchaus, ich sage jetzt mal bewusst, peinliche Momente in letzter Zeit, wo sich hier die Vertreter der Regierungskoalition in der einen Woche noch so und in der nächsten Woche anders geäußert haben, vor allem wenn der Herr Söder wieder seine Meinung geändert hat. Von dem her, solche Sachen werden in Zukunft halt publiker und wird aufgezeichnet in der Mediathek des Landtags. Das heißt, dass wir hier deutlich mehr Transparenz bekommen, was in unserem Sinne ist. Aber ich weiß nicht, ob das im Sinne von der CSU und den Freien Wählern ist. Ansonsten haben wir einige erste Lesungen, was eigentlich mehr oder weniger unkritisch ist. Wir freuen uns natürlich auf die Aussprache zu unserem Gesetzentwurf zur Wiederherstellung der Grundrechte in Bayern nach Beendigung der unverhältnismäßigen Corona-Einschränkungen. Das ist ja aus unserem Arbeitskreis Inneres entstanden und da geht es vor allem um die Grundrechte. Das soll ja auch heißen Bayerisches Grundrechte-Wiederherstellungsgesetz. Das wird sicherlich ein Highlight, sage ich jetzt mal, auch in der Art und Weise der Aussprache, denn Herr Holecek hat ja kundgetan, dass man jetzt ab dem 2. April vermutlich bis auf einen gewissen Basisschutz, was auch immer das sein soll, die Maßnahmen auslaufen lassen will. Und von dem her bin ich gespannt, wie sich die Koalitionsfraktionen vor allem dort verhalten werden, ob sie dann hier auch ein Zeichen setzen mit einer Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf, dass man diese Maßnahmen jetzt beendet. Ja, wir haben danach noch die Dringlichkeitsanträge vorbehaltlich der Zustimmung unserer Fraktionsversammlung, die ja erst morgen Vormittag tagt, haben wir einen Dringlichkeitsantrag dazu. Da wird der Kollege Ralf Stadler gleich noch was dazu sagen. Ich darf Ihnen noch in aller Kürze, wie jede Woche, die Anträge in den einzelnen Ausschüssen vortragen. Wir haben im Haushaltsausschuss, also Ausschuss für Staatsfinanzen, ja derzeit die Beratungen für den Haushalt, haben trotzdem aber jetzt noch einen Antrag eingereicht, der hier ein bisschen außer der Reihe ist, außerhalb dieser Haushaltsverhandlungen, nämlich das freiwillige soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst attraktiver zu machen mit einem sogenannten bayerischen Bonus. Da geht es um einen monatlichen Bonus von bis zu 250 Euro bei einer Mindestverpflichtungszeit von 6 Monaten. Wir sehen ja die inflationären Bedingungen derzeit überall, ob es jetzt im Einzelhandel ist oder auf dem Wohnungsmarkt. Und wir wollen halt hier diesen Bundesfreiwilligendienst und das freiwillige Sozialjahr einfach attraktiver machen und hier eben mit diesem Bonus ein bisschen nachhelfen. Dann haben wir im Wirtschaftsausschuss eine ganze Reihe von Anträgen. Wir haben
Noch eine kein richtiger Nachzieher, aber zur letzten Woche haben wir, oder zur vorletzten Woche genauer gesagt, haben wir noch einen ergänzenden Antrag, nämlich die Bayerische Wirtschaft vor grüner Inflation und Dirigismus schützen, Nummer 2. Letztes Mal gab es die Nummer 1. Und zwar geht es hier explizit nochmal um die Klimaschutzverträge, Carbon Contracts for Difference. Und genau das wollen wir eben nicht. Und da soll sich die Staatsregierung dafür einsetzen, dass diese von Bund oder Europaebene nicht unterzeichnet werden. Dann haben wir ein ganzes Paket mit 7 Anträgen mit dem Titel Krieg in Europa, heimische Energieversorgung sichern. Die Nummer 2 hatten wir bereits als Dringlichkeitsantrag eingereicht beim letzten Plenum. Und wir haben jetzt noch 1 bis 7, mit Ausnahme 2, die jetzt im Wirtschaftsausschuss behandelt werden. Da geht es einmal um die Laufzeitverlängerung der bayerischen Kernkraftwerke. Dann haben wir ein Moratorium für den geplanten Kohleausstieg. Das ist ja auch eine Sache, die immer wieder hitzig diskutiert wird. Und wir denken, dass gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, eben diesen Kohleausstieg mit einem Moratorium zu versehen. Dann haben wir Rüstungsaufträge prioritär an deutsche und bayerische Rüstungsunternehmen geben. Wir wollen hier die heimische Wirtschaft stärken. Sie wissen, dass die ersten Milliarden aus diesem 100 Milliarden Sondervermögen ja bereits in die USA geflossen sind. Heimische Rüstungsindustrie bleibt hier auf der Strecke. Wenn Sie hier beispielsweise in Bayern an Krauss-Maffei denken, aber auch an Rheinmetall und die ganzen anderen Rüstungshersteller, die wir bei uns in Deutschland haben, dann sollte hier dieses Geld, wo sich der Bund ja massiv verschuldet dafür, wieder auch in Deutschland investiert werden. Und wir haben ja kein wirklich marktverzehrendes Geschehen, sodass man hier bei diesen Rüstungsgütern ja hier guten Gewissens das auch in deutsche Hände vergeben kann. Dann haben wir als nächstes einen Stopp für die bayerischen Klimaschutzziele. Wir denken, dass jetzt die Prioritätensetzung auf humanitären Gedanken und auf den Sicherheit der Energie liegen muss, statt auf dieser Klimaideologie. Und hier nochmal ein Stopp für die bayerischen Klimaschutzziele, explizit in einem Antrag zusammengefasst. Und wir wollen einen Bericht der Staatsregierung, inwiefern sich die bayerisch-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen jetzt auswirken, beziehungsweise wie sich der Krieg in der Ukraine auf die bayerischen-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen auswirkt, und zwar wie viele Unternehmen beispielsweise von wichtigen Lieferketten betroffen sind. Wir wissen, dass BMW ja hier durchaus Probleme hat, auch andere große Unternehmen in Bayern haben große Probleme. Wir wollen nochmal ganz genau wissen, wie die heimische Automobil- und die Hightech-Branche betroffen ist. Das heißt also, alles, was hier an Zulieferungen aus der Ukraine dranhängt, wie viele Unternehmen aus Bayern sind aufgrund der Situation in der Ukraine unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, sobald die Lieferkette abbricht. Und aufgrund der Corona-Maßnahmen haben ja die Unternehmen eh schon gelitten. Und wenn es die Lieferkette abbricht, ist natürlich die Frage, wie die Unternehmen damit noch zurechtkommen können. Und wir haben dann diesen Bericht, und ich denke, der ist für die weitere Arbeit des Landtags durchaus sehr wichtig. So, dann haben wir im Ausschuss für Gesundheit und Pflege einen Antrag, Studie zur klinischen Wirkung von Cannabis-Inhaltsstoffen auf Bluthochdruck. Sie wissen, dass wir uns mit dem Thema Cannabis jetzt in letzter Zeit öfter auseinandergesetzt haben und dass wir ja zur medizinischen Nutzung des Ganzen positiv stehen, zur Freigabe als Genussmittel nicht unbedingt, aber wir wollen halt hier diesen medizinischen Aspekt in den Vordergrund gerückt sehen und hätten ganz gern gewusst, inwiefern hier eine Möglichkeit besteht, Cannabis für die Behandlung von Bluthochdruck auch einzusetzen. Das wäre natürlich eine Sache, was man im Sinne der medizinischen Versorgung in Bayern durchaus mal anregen sollte. Viele Menschen haben Bluthochdruck, und hier wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, auch weiter
mit Cannabisprodukten das Ganze zu behandeln. Dann haben wir einen weiteren Antrag, der heißt Freizeiteinschränkungen künftig verhindern, Gesundheitsämter besser vernetzen. Wir wollen ein Echtzeitmortalitätsregister etablieren und da geht es vor allem darum, dass wir die diese epidemiologische Lage, die ja vielleicht auch wieder auf uns zukommen könnte, wenn man die Worte eines Herrn Lauterbach gestern schon wieder gehört hat, dass ja die nächste Welle im Sommer oder im Herbst schon wieder ansteht und das ist also quasi unausweichlich und mit der Eröffnung, die wir jetzt erleben, dass das alles nur zeitlich begrenzt ist und da wollen wir einfach mal schauen, wie gefährlich ist dieses Virus eigentlich wirklich und da hätten wir gerne eine Studie dazu, auch das haben wir heute im Gesundheitsausschuss. Dann haben wir einen Antrag Freiheit bewahren, genesenen Status künftig für mindestens 180 Tage ausstellen. Wir wollen uns einfach jetzt hier einfach jetzt mal nichts anderes machen als der europäischen Verordnung 2021-953 angleichen. Alles, was im Rest Europas gilt, soll auch in Deutschland gelten. Es kann nicht sein, dass der genesene Status in Deutschland 90 Tage sind, aber wenn ich über die Grenze nach Österreich fahre, sind es plötzlich 180 Tage. Das versteht kein Mensch mehr und das völlig zu Recht. So, dann haben wir zwei Anträge, die auch durchaus aus der Feder vom Kollegen Stadler stammen. Da wird noch kurz darauf eingehen. Wir haben einen Antrag über einen Bericht zu Fällen von Impfnebenwirkungen mit Myokarditis und also Herzmuskelentzündung oder Entzündung des Herzbeutels und die herzbedingten Todesfälle bei Sportlern nach Covid-19-Impfungen. Sie wissen ja, dass es da einige bedauerliche Fälle leider gab. Und hierzu haben wir einen Berichtsantrag gestellt, der 8 Fragen umfasst und hier ziemlich weit ins Detail geht, inwiefern der Staatsregierung hier irgendwas bekannt ist. Wir freuen uns jetzt schon auf die Antwort. Und ein letzter ist noch ein Antrag, keine Impfung ohne vorherige allergologische Untersuchung, um einfach hier auszuschließen, dass die Impfwilligen auf die Impfstoffe reagieren. Aber darauf kann jetzt der Ralf Stadler, der sich mit dem Thema genauer befasst hat, tiefer eingehen. Und ich bitte dich jetzt, Ralf, dass du die beiden Anträge kurz nochmal im Detail vorstellst, aber dann vor allem den möglichen Dringlichkeitsantrag dieser Woche, wo es um die Doppelbesteuerung von Benzin geht. Dankeschön. Ja, danke, Andi. Bevor ich auf den Dringlichkeitsantrag eingehe, möchte ich noch kurz zu den zwei Anträgen kommen. Und zwar eben, wir fordern heute im Gesundheitsausschuss einen Bericht zu den Fällen von den Impfnebenwirkungen, zu den Herzmuskel- und Herzbeutelerkrankungen. Wir reden hier im Landtag nicht nur abstrakt, sondern aus persönlichen Erfahrungen. Fraktionsmitarbeiter hat mir berichtet, dass innerhalb einer Woche 2 gute Bekannte einem plötzlichen Herzdruck gestorben sind, der eine beim Spazierengehen, der andere beim Tennis. Eine weitere Bekannte, eine junge Frau mit 34 Jahren, verstarb vor 4 Wochen, wurde tot im Bett aufgefunden. Ein junger Mann von 24 Jahren, aktiver Fußballer aus seiner Umgebung, starb ebenfalls plötzlich und unerwartet. All diese Toten waren unterschiedlich alt, hatten aber eines gemeinsam, sie waren alle geimpft und geboostert. Und da möchten wir jetzt wirklich mal drauf eingehen, als Volksvertreter. Wir kriegen dauernd Anfragen, was da los ist und deswegen muss da mal so ein Antrag her, Berichtsantrag. Bei dem anderen Antrag geht es darum, keine Impfung ohne vorherige allergologische Untersuchung. Dieser Antrag beschäftigt sich damit, dass jeder Impfwillige zukünftig Anspruch auf eine allergologische Untersuchung hat. Impfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus sollten nur nach vorheriger Untersuchung durch einen Facharzt für Allergologie oder durch einen allergologischen Fachzentrum zugelassen werden. Denn das RKI schreibt in seinem Aufklärungsmerkblatt, Stand 22. März 2022 vor, bitte teilen Sie der Ärztin den Arzt vor der Impfung mit, wenn Sie Allergien haben. Bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil oder nach einer allergischen Sofortreaktion nach mRNA-Impfung empfiehlt sich die Vorstellung in einem allergologischen Zentrum. Ja, aber da ist es ja leider schon zu spät. Ja, die Mehrheit der Impflinge wissen nicht, ob sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren, da eben diese überhaupt nicht bekannt sind
und er diesen Inhaltsstoffen auch im Regelfall vor der Impfung nicht ausgesetzt war. Und deshalb haben wir dann diesen Antrag heute, werden wir den vorbringen. Und wie schon gesagt von Kollegen Andy Winhardt, wir wollen morgen mit unserem Dringlichkeitsantrag die Staatsregierung auffordern, sich auf allen Ebenen für eine Abschaffung der Erhebung der Umsatzsteuer auf die Energiesteuer sowie auf die CO2-Abgaben bei Benzin- und Dieselkraftstoffen einzusetzen. Des Weiteren soll sich die für die verminderten Umsatzsteuersatz von 7% auf Kraftstoffe einsetzen. Zur Begründung, auf Kraftstoffe wie Benzin, Diesel wird die Energiesteuer erhoben. Seit dem Jahr 2003 ist der Energiesteueranteil nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unverändert und beträgt für Benzin 65,45 Cent pro Liter. Für Diesel liegt der Steuersatz bei 47,04 Cent pro Liter. Das ist eine große Einnahmequelle für den Staat. 2020 flossen 14,9 Milliarden Euro aus der Mineralsteuer auf Benzin an den Staat und 19,6 Milliarden Euro aus der Mineralsteuer auf Diesel. Der Steueranteil auf den Benzin- und Dieselpreis betrug Anfang März in Bayern 47,6%. Seit dem 1. Januar 2021 werden fossile Brennstoffe im Rahmen der CO2-Bepreisung derzeit mit 30 Euro pro Tonne CO2 belegt. Danach wird der Satz schrittweise auf bis zu 55 Euro im Jahr 2025 steigen. Um es noch ein bisschen kurz zu fassen. Moment, das kann man weglassen. Der emeritierte Professor für Staatsrecht Karl Albrecht Schachtschneider schreibt zu dieser Problematik in der Doppelbesteuerung: Der Kraftstoffverbrauch wird zweifach versteuert, nämlich durch die Mineralsteuer nach § 1 Absatz 1 Satz 1 und so zieht sich dies durch. Kurzum, der Staat besteuert Zahlungen. Der Steuergesetzgeber hat kein Recht, ohne Sachgrund und maßlos Steuern vorzuschreiben. Deutschland hat bereits jetzt mit den höchsten Benzinpreisen in Europa, so betrug in der Kalenderwoche 12 der Preis für Benzin in Deutschland durchschnittlich 2,14 Euro pro Liter, während dieser in Polen mit 1,41 und Ungarn mit 1,21 am günstigsten war. Die doppelte Besteuerung von Kraftstoffen ist zutiefst unsozial, da sie ärmste Haushalte stärker als reichere belastet. Weil die Armen einen großen Anteil ihres Einkommens für Verkehr aufwenden als Haushalte mit überdurchschnittlichen Einkommen und viele Bürger benötigen ihren Pkw, um täglich zur Arbeit zu kommen. In abgelegenen Regionen ist die Mobilität mit dem Pkw besonders wichtig. Die Automobilindustrie, die Schlüsselindustrie für Bayern, ist derzeit dabei, in die Rezession abzugleiten. Die Politik befördert diese Entwicklung noch durch eine staatlich bedingte stetige Verteuerung der Kraftstoffe. Dies hat die insgesamte Schwächung der Automobilindustrie in Deutschland und Bayern zur Folge. Wir hoffen, dass wir mit diesem Antrag mal da im Plenarsaal mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können und hoffen, dass da mal endlich was weitergeht. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.